Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Mittelalters, hier zurück zum nächsten Part von Let's Play Banished. So, jawohl, es geht weiter. Im letzten Part haben wir ja hier den Jäger gebaut und dazu gleich den Schneider noch dazu. Und damit wollen wir jetzt weitermachen, wollen sehen, dass wir für den nächsten Winter... hier oben seht ihr schon, wir haben nur noch 9 Kleidungsstücke, dass wir da halt ordentlich Nachschub bekommen. Ja, mit unseren Arbeitern sieht es ja leider nicht so gut aus, weil wir erstmal kein Futter hatten. Aber das sollte sich jetzt dann mit der Zeit doch geben. Wir haben im letzten Part den Fischer hier errichtet. Und ich hoffe, dass die Kastanien auch bald hier... Früchte tragen. Und hier haben wir auch schon 12 von 16. Das dürfte in diesem Part vielleicht auch noch voll werden. Und wenn dann hier natürlich Überschuss drin ist, wird der Rest natürlich geschlachtet und als Fleisch hier dann gelagert. Das finde ich schon mal schön. Also somit dürfte das eigentlich jetzt mit der Zeit dann alles hinhauen. Und dann wollen wir dann demnächst auch mal hier anfangen, den Förster sozusagen. Ja, kann man Förster dazu sagen? Ich glaube, man kann Förster dazu sagen. Und zwar hier den Off-Forster. Genau, die Forester Lodge wollen wir bauen. Damit wir hier auch einen beständigen Wald haben. Aber vorerst möchte ich hier doch auch noch ein wenig Holz abhacken. Damit wir auch genug haben, dass unser... ja, unser Feuerholzproduzierer hier dann auch dementsprechend was zu hacken hat. Aber im Moment haben wir ja Überschuss, wie ich sehe. Das Symbol heißt ja, ja, das Limit ist erreicht, was er hier hacken soll. 500 ist auch erstmal ein gutes Limit, glaube ich. Damit kommt man schon über die Runden. So, wo ist denn unser Builder zurzeit? Oder was wird denn hier gerade gemacht? Ich möchte erstmal die Priorität hier drauf setzen. Denn erstmal brauchen wir natürlich Leder, um dann erst die Kleidung produzieren zu können. Ja gut, hier packen sie schon was rein. Ja gut, aber ich habe die Priorität nun erstmal hier drauf gesetzt. Das ist nun wichtiger. Und die ganzen Steine hier, die könnten wir... Ah, oh, das ging gut. Da seht ihr schon. Iron und hier haben wir Stone. Und zwar möchte ich diese Steinpartie hier einmal abtragen, denn Stein ist natürlich auch total wichtig, bis wir dann, ja, und die Reserve an Futter ist schon wieder gesunken. Aber dem wollen wir jetzt entgegenwirken, sofern dann auch unsere Felder hier fertig sind. Wie viel haben wir denn? 75% und 65%. Das ist gut. Die tragen noch keine Früchte hier. Aber ich denke mal, im nächsten Jahr werden die soweit sein. So, Bauarbeiter. Walte deines Amtes hier unten. Da kommt er. Jetzt können wir das einmal hacken hören. Da ist er. Es wird gehämmert und gesägt. Das ist prima. Das heißt, die Arbeit geht voran. Ich möchte nicht noch einen einstellen. Obwohl, für kurze Zeit könnten wir das... Oh, wir haben einen Laborer dazugekriegt. Das ist gut. Ich denke mal... Ja, gut, okay. Wir stellen noch mal eben einen Bauarbeiter ein. Ich denke, das können wir uns erlauben. Den wir dann aber gleich wieder davon abziehen werden. Gut, hier kann dann auch anschließend gebaut werden. Das ist supi. Der Tipp sagt uns eigentlich, wir sollten 6 Arbeiter einstellen. Finde ich jetzt, nee, finde ich nicht gut. Das ist wirklich zu viel. Denn wir müssen an anderen Ecken und Enden hier genauso viele Jobs bewältigen. So. Ja, Halganis blüht. Oh, okay, wunderbar. Ich möchte erstmal 2 einstellen. So. Halganis blüht und gedeiht. Hier muss ich noch einen Weg lang ziehen, wie ich merke. Damit das hier schneller vonstatten geht.
So, hier seht ihr auch den Radius, wo gejagt wird. Das ist ein ziemlich großes Gebiet, das finde ich gut. Wie gesagt, Leder ist nur ein Nebenprodukt, halt durchs Jagen. Aber dafür ist der Jäger natürlich da, um Nahrung zu sammeln. So, ja, gut, einen Arbeiter mal weniger. Ich hoffe, dass die Kinder jetzt langsam, wir haben 8 Kinder, dass jetzt einige davon dann auch mal erwachsen werden langsam. Schüler haben wir noch nicht, denn wir haben auch noch keine Schule. Das heißt, die Kinder, ja, werden erwachsen oder zu Jugendlichen und müssen dann, wie es im Mittelalter natürlich schon war, dann mithelfen, ne, bei der Arbeit. So, unsere Felder werden abgeerntet, zumindest das Korn schon mal. Und das müsste jetzt eigentlich gleich auch dann anfangen, reif zu sein, der Mais. Das ist gut. Hier haben wir doch 4 drinne, ne? Nein, hier haben wir nur 2 drinne. Oh Mann, was macht's hier? 14, also hier brauchen wir noch 2 Hühner, damit dann Überschuss entsteht. Oh Mann, Leute, ich brauche Kinder. Ich brauche Kinder. Ich glaube, ich baue mal auch ein Haus wieder. Ich weiß nur noch nicht genau, wo. Ich glaube, ich werde hier noch welche hinstellen. So. Damit wir... Habe ich ja in dem letzten Part schon gesagt. Damit wir dann auch... junge Familien bekommen, die dann unter anderem auch wieder Kinder kriegen, weil die sich in den Häusern mit Großfamilien nicht so stark vermehren, wie natürlich in den eigenen 4 Wänden. Können wir hier noch einen hinstellen? Oh, das ist ja prima. Ich möchte eigentlich nachher... Ich möchte diese Sachen hier wegmachen, die Stockpiles möchte ich hier eigentlich wegmachen und hier drumrum stellen. Somit hat der es auch nicht allzu weit und möchte da eigentlich noch Häuser hinstellen. Ich glaube, das mache ich auch mal eben. Somit ist das alles zentraler, wisst ihr? So. Aber ich bin natürlich auch immer für Tipps von euch offen. Und muss auch immer feststellen, ihr gebt super Tipps. Und es kommt ja auch sehr gut an bei euch. Dieses Spiel macht auch unheimlich viel Spaß. Wenn man den richtigen Start hat, natürlich. Und es hat auch wirklich, also es fesselt einen. Es hat doch schon irgendwie einen leichten Suchtfaktor. So, dennoch möchte ich hier ein Haus hinstellen. Geht das? Geht nicht. Das ist blöd. Okay, dann machen wir hier noch eins hin. Denn ich brauche Leute. Gut, die sind gebaut, das ist prima. Dann kann ich die hier nämlich entfernen. Ich glaube, hiermit geht's. Genau, damit funktioniert's. So. Gut, dann möchte ich hier natürlich auch noch einen einstellen. Machen wir hier mal... Ne, das wollte ich nicht. So, machen wir mal 60. Hide Code aus Leder, natürlich. Das sind erstmal die Anfangsdinger. Wenn man jetzt Schafe hätte, dann könnte man auch aus Wolle, also als Nebenprodukt kommt natürlich Wolle. Nein, als Hauptprodukt kommt Wolle, so bei Schafen. Und Fleisch ist Nebenprodukt. Und dann gibt es noch eine Mischung aus Leder und Wolle, aber wir machen erstmal nur die Lederklamotten. So, 4 Leder kommen rein. Somit können wir gleich schon mal wieder neue Kleidung bekommen, das ist prima. So, ich habe das jetzt weggemacht hier. Oder lasse das jetzt wegmachen. Oh Mann, Leute, seht euch das mal an hier. Habe ich... Ich habe doch einen Jäger, ne? 2 Jäger habe ich, okay. Ich brauche Leute. Ich hoffe, ich bekomme hier schnell Leute rein. Sonst war es das bald. Okay, ja, wie gesagt, ein Arbeiter... Und ein Bauarbeiter. Ich gucke jetzt gerade. Okay, er hat schon gar keine keine Materialien mehr. Das könnte. Wir könnten auch noch einen Winter damit durchkommen, denke ich mal.
Aber ich hatte das immer eigentlich so in den Anfangsrunden, dass ich irgendwie erst nie aus der Pötte kam und nachher hatte ich dann auf einmal total den Überschuss an Leuten und auch an Nahrung und alles. Also es braucht immer erst ein bisschen, bis man den Stein ins Rollen gebracht hat, finde ich. So, wie sieht's aus? Gut, ja. So, ja, also hier brauche ich zwei, das lässt sich nicht vermeiden. Hier könnte ich vielleicht mal einen abziehen. So. Somit hätte ich zwei Arbeiter wieder. Und wie sieht's hier aus? 15, jawohl, dann kriegen wir da auch gleich Fleisch durch. Dann kriegen wir lecker Chicken hier. Machen wir unser eigenes Kentucky Fried Chicken auf hier. Im Mittelalter. Und was macht eigentlich unsere Brücke? Genau, die haben wir ja gestoppt. Das ist gut. So, ja, diese Materialien werden jetzt nach und nach hier jetzt rüber dann platziert. Aber wie gesagt, wir haben leider nur zwei Arbeiter und wir haben jetzt denen gesagt, die sollen ja jetzt hier erstmal ordentlich hacken. Was machen denn unsere Häuser? Da geht es auch langsam voran. Wir können mal ein bisschen vorspulen. Ihr seht schon die fleißigen Arbeiterbienchen hier. Geht los. Prima. So, wir haben Herbst. Und da trifft der Winter auch schon ein. Spätherbst. Gut, da gibt es dann auch schon mal Schnee. Jawohl. So, die kleine Fläche haben wir hier abgeholzt und hier werden auch die Steine gekloppt. Und wir haben wieder einen Laborer, Gott sei Dank, dazu bekommen. Puh. Also es geht los, Leute, ihr merkt. Und die Häuser werden auch gebaut, das ist prima. So, die Fläche wird jetzt dann demnächst wieder zuwachsen, wenn die dann wieder junge Triebe kriegen und hier die Setzlinge dann auf den Boden fallen. Dann kommt dann nach und nach dann auch wieder die Fläche hier an Wald hinzu. Genauso wie hier, das wird alles zuwachsen mit der Zeit. Tja, so. Ja, im Winter ist immer leider nicht so viel anzufangen. Da könnte man höchstens dann manch einen abziehen, aber wir haben nichts, wo wir eigentlich abziehen können. So, 16, Leute, dann kriegen wir von hier auch bald Futter. Und was ich mich, oder was ich mal stark annehme, ist, dass wir jetzt dann gleich im dritten Jahr, sofern der Winter denn hier um ist, dann auch endlich noch Kastanien dazu kriegen werden. Denn es heißt ja immer so, sagt man dann irgendwie, 3 Jahre, glaube ich. 3 Jahre, hatte ich ja schon mal gesagt. 3 Jahre, bis die Bäume oder der Großteil an fruchttragenden Bäumen dann, ja, reif genug ist, groß genug ist dafür. So, also langsam, also bei 2 Jägern muss ich ja wirklich mal sagen, da müsst ihr jetzt langsam mal mehr als 4 Leder rüberkommen. Aber wahrscheinlich lassen sich hier noch nicht so viele Rehe blicken und jetzt im Winter wahrscheinlich, ah, hier drüben lungern die alle rum. Kommt mal rüber hier, unsere Jäger brauchen ein bisschen Arbeit. Aber Leute, ihr seht, wir können uns über Wasser halten und die ganze Produktion muss sowieso erstmal in dieses Rollen kommen. Jo, einer, das heißt, das nächste Kind kann hier mit einziehen oder wie auch immer. Ja, wie gesagt, der Stein muss erstmal ins Rollen kommen und wenn wir dann den Überschuss hier dann mit der Zeit bekommen, dann wird das auch viel, viel besser laufen. Aber bis dahin muss dann auch erstmal so die Produktion und alles auf Vordermann kommen. Aber das kommt mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit. So, wir schauen mal ganz kurz. Oh ja, also Eier, ne? Stimmt, Eier, genau. Das ist natürlich auch, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Natürlich, die Hühner legen ja Eier.
Und nur wenn die halt überpopuliert werden, dann werden die geschlachtet. Und natürlich als Hauptressource, was hier rauskommt, sind natürlich Eier. Das war mir gar nicht mehr geläufig. Genau, hier, Eier. Ja, das ist ja prima. Also haben die von Anfang an schon Nahrung gegeben. Ja, das ist ja prima. Das ist ja gut. Als nächstes würde ich, wie gesagt, den Förster bauen. Und dann auch langsam mal den Herbalist. Denn wir haben 4 von 5 Herzen. Das ist natürlich noch gut, akzeptabel. Aber wie gesagt, wir müssen gucken, dass unsere Gesundheit des Dorfes immer relativ hoch ist. Denn wie gesagt, mit kranken Leuten ist nicht anzufangen. Und die sind dann natürlich auch kontraproduktiv. Aber unsere Happiness hier im Dorf ist natürlich auch ganz gut. Somit ist das schon mal positiv. Genau, so, ich warte jetzt noch, glaube ich, den Winter ab. Und dann gucken wir mal. Kleidung kriegen wir auch so langsam. Auf jeden Fall mehr Plus als Minus. Das ist schön. So, ja, unsere Stockpiles, die sind ja hier auch schon rappelvoll fast. Ich glaube, dass ich nochmal eines bauen werde. Hier können wir keine Häuser hinsetzen. Dann werde ich hier wohl, denke ich mal, noch ein Stockpile hinsetzen. Und hier einen Weg zu machen. So, die werden wir dann natürlich auch bald, sofern wir einen Steinbruch haben, natürlich hier auch Stein- oder Pflasterwege bauen. Denn das erhöht natürlich das Tempo der Leute und kommen dadurch natürlich auch schneller von A nach B. Da freuen wir uns schon drauf. So. Genau, der Winter ist da. Der zweite Winter übrigens, genau. So, wir schauen noch mal ganz kurz zum Jäger. Ja, das läuft, das läuft. So, Leute, okay. Dann warte ich jetzt doch nicht mehr bis zum Frühling. Ja. Kurzes Resümee. Wir haben geschafft, den Schneider und den Jäger zu bauen. Das ist schon mal super. Und im nächsten Part werden wir dann, wie gesagt, die Forester Lodge und den Herbalist anstreben. Genau, den kann ich ja schon mal bauen. So, die Forester Lodge. Einmal R. So, ich glaube, hier werde ich sie hin platzieren. So. Ist das hier produktiv? Ja, das dürfte eigentlich recht produktiv sein, auch wenn der Berg da in der Nähe ist. So. Da werde ich sie schon mal hinplatzieren, damit ich dann auch im nächsten Part weiß, was Sache ist. Jawohl, Leute, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, lasst mir noch einen Daumen nach oben da, damit ich Bescheid weiß. Das war super. Also, mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich würde mich ganz besonders darüber freuen, wenn ihr dann im nächsten Part hier bei Banished wieder mit dabei seid. Dann natürlich auch mit schönerem Wetter. Also, die nächste Folge kommt Donnerstag übrigens. Wollte ich nur noch mal einwerfen. Genau. Okay. Ja. Also, bis dahin. Macht es gut. Euer Halgar. Ciao.